Ich war 2008 war ich in Afghanistan. Viele doofe Sachen passiert. Wir waren jetzt keine Einheit, die den ganzen Tag im Camp gesessen hat, sondern wir waren jeden Tag draußen, jeden Tag in der Kacke. Die Beschüsse, die Explosion, das Geschrei, das Durcheinander. Nach 2,5 Jahren warst du komplett Matsche. Komplett Matsche. Jeder, der urteilt über Jäger, aber in den Supermarkt geht und sich auch nur eine Scheibe Wurst kauft, die nicht Bio-Haltung ist, sollte sich schämen. Jo Leute, herzlich willkommen zu Deutschland geilste Küche. Ich habe heute mit dabei Kevin Wolter. Grüß dich. Hallo. Schön, dass du den Weg auf dich genommen hast und uns hier in die geile Küche Beast Kitchen besucht hast. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen. Kevin brauche ich nicht großartig vorstellen. Man kennt ihn aus YouTube. Wie lange bist du dabei? Das haben wir vorhin schon, so knapp 4 Jahre. 4 Jahre. 4 Jahre ist Kevin schon mit dabei und heute Gast bei uns bei Beast Kitchen. Und was machen wir heute? Ich habe ein geiles Porterhouse-Steak. Sehe ich ja. Schon, freue mich schon. Aber richtig Hunger. Ich habe auch wirklich mega, mega Cola. Wir haben übrigens vorhin noch trainiert. Ja. Das Ganze findet ihr beim Kevin auf dem Channel. Checkt das bitte ab, lasst ein Abo da, kommentiert das Ganze. Und nach dem Training, was gehört natürlich dazu? Ein geiles Meal. Ja. Deswegen, ich habe ein Porterhouse-Steak. Und damit das Ganze nicht zu kurz kommt, machen wir das Ganze mit Bratkartoffeln, Spiegelei dazu. Dann gibt es so als Dip ein Chimichurri. Ja, von Kolut, Grüße gehen raus und ein bisschen Spargel dazu. Klingt gut. Was sagst du denn mir? Alles da, was ein Bodybuilder braucht. Auf jeden Fall, ja, klingt und, gut. Von daher würde ich vorschlagen, wir fangen direkt mal an. Okidoki, was mit soll ich machen? Mit Chimichurri. Okay, komm, ich merke schon, du bist mit voller Elan heute mit dabei. Da habe ich auch vorhin im Training gespielt. Von daher würde ich vorschlagen, wir fangen mit einem Chimichurri an. Okay. Hast du das schon mal gemacht? Nee. Nee. Okay, das besteht wirklich aus unterschiedlichen Kräutern, wie Minze, Thymian, Oregano, Zwiebeln, Knoblauch, Chili. Machen wir ein bisschen Petersilie, Limette und dann kommt noch ein bisschen getrocknete Oregano. Ich bin nicht so der Koch, also ich koche wahnsinnig gerne. Ja? Aber ich hasse es aufzuräumen, deswegen kommt es immer sehr, sehr kurz. Mhm. Und was ich dann koche, ist dann wirklich so mal ein Fleisch auf den Grill legen oder eine Tüte Onkel Benz Reis in die Mikrowelle oder so. Auf schnell, ne? Auf schnell, ja. Ja. So, dann würde ich vorschlagen, wir fangen am besten erstmal an mit der Petersilie zu hacken. Das kriegen wir hin, oder? Krieg ich hin. Sehr gut, schau mal, der ganze Bund wäre zu viel. Schon gewaschen, oder? Alles schon gewaschen und gemacht. Dann würde ich vorschlagen, einmal Petersilie klein hacken. Einfach klein hacken. Genau. Muss ich irgendwas beachten? Nee. Am besten, Kevin, du musst da so wirklich so eng greifen. Ja. Und dann wirklich so ganz bam, bam, fein hacken. Das ist jetzt schon zu spät, oder? Nein, das geht noch. Jetzt habe ich schon verkackt. Nein, man kann es noch retten. Ich gebe mein Bestes. Alles, auch die Stängel hinten? Ja, da ist gut. Da ist gerade reicht. Das kann weg. Wir beide haben einiges an Gemeinsamkeiten. Habe ich auch schon gehört. Ja, beide Bodybuilder, YouTuber und eine sehr bewegte Jugend. Ja. Wollen wir mal anfangen? Können wir machen, ja. Okay, hau raus. Auf was zielst du? Das Einige ist nicht so richtig lief, sag ich mal, in deiner Jugend. Ja, man hat mal hier und da mal was gehört, auf ein bisschen abgedriftet, wenn man es so sagen kann. Ja. Ja. Ja, meine Kindheit war nicht so einfach. Ja. Ich musste mich immer durchkämpfen, mehr oder weniger. Mhm. Und war halt nie viel Geld in der Familie. Ja. Und irgendwann hat es mir halt, also kurz gesagt, hat es mir dann irgendwann gereicht, meinen Vater leiden zu sehen. Mhm. Hast du Geschwister, wenn ich fragen darf? Ja, eine Schwester, aber die ist schon ausgezogen, die ist schon 10 Jahre älter als ich. Mhm. Ja, und dann habe ich es halt selber in die Hand genommen. Wir konnten uns halt nie irgendwas leisten. Ja. Ich hatte nie coole Schuhe, ich hatte nie viel Taschengeld. Ich hatte nie einen MP3-Player oder ein Handy. Super Nintendo. Oder doch, sondern habe ich mal bekommen dann von meinem Opa oder sowas. Ja, okay. Aber was so Klamotten angeht oder ja, so Weihnachtsgeschenke halt, ne, dann sowas. Aber so, wenn es so um Kleinigkeiten ging, war halt nie viel da. Mhm. Und dann irgendwann habe ich halt beschlossen, mit 13 mir ein Küchenmesser zu nehmen, auf die Straße zu gehen und wenn ich was haben wollte, was andere hatten, dann habe ich es mir halt geholt. Mhm. War jetzt nicht die beste Entscheidung im Nachhinein. Gerade auch, weil halt wirklich sehr, sehr viele Anzeigen dadurch reinkamen. Mhm. Aber wenn ich in der Schule gehänselt wurde, weil ich halt keine Markenschuhe anhatte, dann bin ich halt losgegangen mit meinen Jungs und habe mir halt Markenschuhe besorgt in meiner Größe. Ne? Auf deine Art und Weise. Und habe halt dann Leute abgezogen, ja, ja. Überfallen. Ja, viele doofe Sachen gemacht, ne? Und hab dann halt
wenn ich dann irgendwie Handys oder MP3-Player oder sowas hatte, was wir Geld zu Geld machen konnten, haben wir uns dann halt Gras gekauft. Ja. Früh schon angefangen zu buffen. Ja. Und das Geld, was übrig war, habe ich halt meinem Vater dann immer auf den Küchentisch gelegt, wenn ich nach Hause gekommen bin. Ja, ja, ja. Es kam auch nie die Frage, wo das Geld herkam. Halt, ne? Okay. War dein Papa zu dem Zeitpunkt am Arbeiten, wenn ich fragen darf? Mein Vater war arbeiten, ja. Es war dann halt so, dass gab es halt Probleme wegen der. Reicht das so? Oder das noch, sieht super aus. Oder noch ein bisschen hast du, ne, hast du wirklich sehr gut gemacht. Das ganze Hab ich noch gerettet, ja. Da hast du super gemacht. Das sehe ich schon. Das Talent ist übergeblieben, ja. Mit 13 schon am Küchenmesser. 20 Jahre später hast du es immer noch drauf. Nur auf die richtige Art und Weise mit dem Küchenmesser. Er war halt immer doof, ne? Immer Leute geschlagen, abgezogen. Ja, natürlich ist das doof, gar keine Frage. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, ob das richtig oder falsch ist. Wir wissen alle klar, dass das der falsche Weg ist. Wichtig ist die Erkenntnis im Nachhinein. Ja. Ja, und du bist jetzt auch eine polarisierende Person, Figur des öffentlichen Lebens. Und du gibst das ja auch deine Community so mit, dass solche Werte nicht die richtigen Werte sind, ja? Ja, also meine Message soll halt wirklich sein, dass jeder, egal aus welchen Verhältnissen er kommt, wenn er wirklich hart dafür arbeitet, alles schaffen kann, was er will. Also jeder Absolut. Kann alles schaffen, Absolut. Wenn man wirklich nur sich den Arsch aufreißt und hart dafür arbeitet. Sieht man bei uns an dem Körper, wie viel Zeit wir investieren in den Gyms und diese Disziplin projiziert man ja auch aufs Leben und ist eine coole Sache. Geil, geil. Ja, und wie gesagt, und zu deiner Frage zurückzukommen, dann halt, Vater war dann, ist halt dann gekündigt worden, weil es halt dann so Probleme gab, meine Eltern sich da bekriegt haben, und dann wohl Kontofendung, bla, und dann mein Vater arbeitslos und ja, war halt nie da, ne? Und dann hat mein Vater halt wirklich, also mein Vater ist halt wirklich mein König. Ja. Also über meine Mutter, mir wurde beigebracht, wenn ich nichts Gutes über eine Person zu sagen habe, dann sage ich lieber gar nichts. Deswegen reden wir darüber gar nicht. Aber mein Vater ist wirklich mein König, mein Held, der mich auch zu dem gemacht hat, der ich heute bin, dem ich alles zu verdanken habe, der nie aufgegeben hat und immer an mich geglaubt hat und immer an das Gute in mir geglaubt hat, egal wie viel Scheiß ich gemacht hat. Wie oft der mich von der Polizei abholen musste, aus der Gefangenen-Sammelstelle, wie oft der in die Schule kommen musste, weil ich irgendwelche Leute, Lehrer oder sonst irgendwas verdroschen habe. Und der hat immer mich immer versucht, auf den richtigen Weg zu bringen und hat es dann irgendwann auch geschafft. Und geil. Wann kam diese Kehrtwende? In welchem Alter? Und was war der Auslöser? Der Auslöser war, ich sollte in den Knast. Oh, ja? Ja, ich sollte ihn. Und darf ich fragen, hast du schon mal gesessen? Hast du schon mal Knastluft geschnuppert? Ja, habe ich schon mal ein bisschen, ja. Ja? Wie lange, wenn ich fragen darf? 30 Tage. 30 Tage? Ja, das geht ja noch. War okay. Ja. War verkraftbar. Ja, ja. Ich hatte sehr, sehr gute Anwälte. Okay, also die Kehrtwende war, du musstest im Knast. Ich sollte in den Knast, ja, weil die Jugendstraftaten halt wirklich zu doll wurden. Körperverletzung, Erpressung, Bedrohung, Hausfriedensbruch, alles, was man jetzt so ansammelt. Ne? Volle Bandbreite. Ja, und dann gab es aber damals, mein Vater, der sich dafür eingesetzt hat und die haben halt eine Lösung gefunden. Und da war der Staatsanwalt auch für, dass ich halt nicht in den Knast gehe, weil das hätte mich halt komplett zerfickt wahrscheinlich. Ne? Kenn ich. Und dann bin ich halt zur Bundeswehr gegangen vorzeitig. Wow. Dann durfte ich halt zur Bundeswehr gehen. Ganz kurz, also konntest du dich so mit der Staatsanwaltschaft einigen? Hör mal zu, Leute. Mein Vater war das alles. Okay, klar, dein Vater. Also ihr habt euch so mit der Staatsanwaltschaft damals so geeinigt. Leute, ich packe meine Koffer, ich gehe in die Bundeswehr. Ich werde mich hoffentlich ändern, aber versucht mich zu verschonen. Ganz genau. Milde, seid gnädig. Genau, so ähnlich. Ja, cool. Es hat geklappt. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? 17. 17, genau, also die Zeit, wo man jetzt mit der Ausbildung anfängt. Genau. Wichtiger Zeitpunkt ist das auch im Leben. Ja, weil da ist es, entweder gehe ich links oder rechts. Ja, ich sag so aus meiner Erfahrung, die meisten Leute, die Ausbildung noch so die Kurve bekommen haben, die haben so halbwegs noch die Kurve bekommen. Und es gibt Leute so, die erst später immer gesagt haben, ah, scheiß Ausbildung, scheiß Ausbildung, scheiß Ausbildung. Immer vor sich hergeschleppt. Natürlich gibt es auch einige falsche Fallbeispiele, die was erreicht haben. So ist das nicht. Ja, aber es sind sehr wenige. Ja. Ich finde, Ausbildung, bei mir war es so, ich hatte keinen Bock gehabt auf den Beruf. Aber ich habe gesagt, komm, zieh's durch. Was hast du gemacht? Maurer. Maurer. Ja, ich hab eine Ausbildung angefangen damals nach der Schule mit 16 zum Konstruktionsbautechniker. Aha, was macht man da? Ist sowas wie Maschinenbauer. Ah, das sieht man, ne? Und ich habe meine eigene Maschine gebaut. Ja, und das habe ich dann halt, musste ich halt abbrechen für die Bundeswehr. Und habe ich aber auch gerne gemacht. Dann bin ich zur Bundeswehr gekommen und das war genau mein Ding. War das vielleicht so, dass du schon immer zum Bund wolltest? Hast du so ja. Ja? Also ich wollte schon immer zum Bund. Ah.
Mein Opa war bei der Bundeswehr, mein Uropa war bei der Bundeswehr, also mein Uropa, mein Opa, mein Vater, alle Männer in der Familie waren bei der Bundeswehr und die Tradition wollte ich natürlich fortsetzen. Oder vielmehr meine männlichen Teile der Familie stolz machen, damit ich auch so ein bisschen so, das Klischee erfülle. Ja, Familienbild. Genau. Ja, müssen wir das nicht kleiner hatten? Nee, die können wir so reinmachen, wirklich tatsächlich nur die Spitzen von den Thymian. Du könntest schon mal in der Zeit, wenn ich noch ein bisschen hier zupfe, die Petersilie fein hacken. Einen Moment, Entschuldigung, die Minze. Nein, normalerweise klassisch in den Chimichurri kommt ja keine Minze rein. Wir pimpen heute das Ganze. Wir pimpen das Ganze, genau. Wir machen eine Beast Kitchen. Pimp My Kitchen. Kennst du noch früher von, wie hieß da nochmal? Exhibit. Pimp My Ride. Pimp My Ride, klar. Pimp My Ride oder Pimp My Car. War das, ne? Das war geil. Ja, das habe ich mal geguckt. Super dann. Ja. Zu West Coast Customs. Ja, genau, richtig. Nochmal zurück zur Bundeswehr. Du wolltest immer dahin, ja, aufgrund deines Familienbilds, ja, die ganzen Vorfahren, Onkels waren auch alle beim Bund. Und was fandest du so geil an der Bundeswehr? Was hat dich. Erstmal war es schon so ein bisschen. Ich war ja schon so ein Rebell, ein kleiner Rebell. Ne? Ja. Und da kommen auf einmal dann Leute an. Die sagen dir, wie der Takt läuft. Und damals, ich bin ja zur Bundeswehr gegangen, damals war das ja noch alles anders. Ja? Also, wo ich zur Bundeswehr gegangen bin, da war das ja noch eine Bundeswehr. Heutzutage ist ja alles schon so ein bisschen weich geworden. Ne? Alles klar. Und da war das halt wirklich noch. Wenn ich heute höre, die in der Grundausbildung haben die um 17 Uhr Dienstschluss. Alter, wir hatten irgendwann um 1 Uhr Dienstschluss und sind um 4 Uhr wieder aufgestanden und angeschrieben worden. Und wenn du kommst noch zur Bundeswehr, du steigst aus dem Bus aus und das ist wirklich wie so ein Vollen, du wirst sofort angeschrien. Laufen und dann läufst du die ganze Zeit und musst die ganze Zeit rennen und im Marschritt und dann bewegst du dich da und dann. Doch, hattest du wirklich Bock gehabt? Nee, erstmal nicht. Das war erstmal so. Erstmal war ich halt dieser kleine Rebell, wo ich mir so dachte, so, ich lass mir gar nichts sagen. Lass mich am Arsch lecken. Ich mach das schon. Ich mach das schon, genau. Aber dann kam halt irgendwann so. Ey, wenn du hier nicht mitziehst, gehst du trotzdem in den Knast. Ja. Weil dann nicht nur wegen deinen ganzen Anzeigen, die dann widerrufen werden halt, ne? Weil dann ist der Deal ja geplatzt, wenn ich da nicht meine, ich glaube, wir hatten uns geeinigt auf. Das war tatsächlich wirklich so eine Auflage, also das wird wirklich auch schriftlich festgehalten. Ja, vom Staatsanwalt, ja klar. Ah, krass. Und ich kannte das so, manchmal geht man ja so Deals eins mit Staatsanwalt, dann machen wir so mündlich. Nee, das war. Und dann wäre halt auch, dann wurde mir halt auch bewusst, ey, das ist hier kein Spaß mehr. Die meinen das hier wirklich ernst. Du wirst hier als erwachsener Mann behandelt. Das ist kein nicht Jugend mehr, der Bären, nicht mehr als kleiner Junge. Du kommst hier vors Kriegsgericht. Wegen Kriegsdienstverweigerung. Und dann sitzt du im Knast die Zeit, die du eigentlich da. Und da hatte ich natürlich auch keinen Bock drauf. Und dann irgendwann habe ich dann angefangen mitzuspielen nach ein paar Tagen. Ja. Ne, wo ich dann halt mehrere Gespräche dann auch hatte da. Ja, und dann war es genau mein Ding. Den ganzen Tag. Ja, dieses einfach mal komplett aus meinem Leben rausgerissen werden und einfach mal Disziplin eingetrichtert zu bekommen. Ne? Nicht mehr irgendwann aufzustehen, wann ich Bock habe und heute gehe ich nicht zur Ausbildung, kein Bock, heute kämpfe ich lieber mit den Jungs oder weiß ich was, sondern da kommt einer rein, schreit dich an um 4 Uhr morgens und dann hast du 5 Minuten Zeit Parallel zu duschen, Zähne zu putzen, dich zu rasieren und anzuziehen. Das geht, ne, in 5 Minuten? Das geht, wenn hinter dir ist und dich die ganze Zeit anmault und du sonst 1 Million Liegestütze machen musst, wenn du das nicht machst und der ganze Zug bestraft wird für deine Fehler. Irgendwann fängst du dann halt an, im Team zu spielen. Und dann fängt es aber auch Spaß zu machen. Ne? Und dann die Disziplin, wirklich dann die Regeln, dann der Sport. Jeden Morgen, du stehst um 4.30 Uhr, 4 Uhr, kommt immer drauf an, wie die Bock hatten, stehst du auf. Dann machst du dich fertig. Dann musst du erstmal das ganze Gebäude putzen. Also bevor der Tag losgeht, musst du erstmal alles putzen. Dann wird Sport gemacht. Und dann geht's erst zum Frühstück. Also erst aufstehen, erst putzen, dann Sport und dann zum Frühstück. Erstmal musst du ja Frühstück verdienen. Genau. Gut Deutsch gesagt. Ne? Ja, auch Kleinhang, ja? Ja, bitte. Und das auch alles hier, oder? Nee, mach, das dürfte reichen. Und ja, dann war's halt geil, ne? Dann die ganzen Ausbildungen, draußen im Gelände sein, den ganzen Tag draußen zu sein, irgendwelche Manöver nachzuspielen, irgendwelche Angriffe durchzuspielen, sein Lager zu verteidigen und weiß ich was alles. Das war halt schon cool. Irgendwann hat es mir halt richtig Spaß gemacht und dann
war ich aber auch richtig gut da drin. Ne? Mhm. Weil dann, da ich ja immer schon Sport gemacht habe, ich habe mit 13 angefangen mit Sport. Ich war ja sehr sportlich. Genau, du sagtest auch, dein Papa hat ein Gym gehabt, ne? Genau, hatte auch früher ein Gym, deswegen habe ich da früh angefangen. Da musste ich dann auch immer nach der Schule hin. Deswegen habe ich auch so früh angefangen. Weil dadurch, dass ich immer so viel Scheiße gemacht habe, hat mein Vater mich halt zeitweise einfach von der Straße geholt und hat gesagt, nach der Schule kommst du sofort ins Gym und du bleibst da, bis wir abends nach Hause fahren. Feierabend. Also dann bin ich irgendwann 13 Uhr im Gym gewesen, hab da rumgesessen und dann irgendwann dachte ich mir halt so, kannst du auch Eisen schwingen. Ja, da fängst du mal an zu trainieren. So, bevor du den ganzen Tag rumsitzt, fängst du einfach mal an zu trainieren. Und ja, das war's dann. Ne? So Leute, einmal nur, falls ihr wirklich die geile Chimichurri nachmachen wollt, ich habe das Ganze mal bei Kolut gesehen. Grüße geht raus, Kolut. Wir haben jetzt hier Petersilie, frischen Thymian, frische Minze, frische, wie heißt das nochmal? Oregano? Oregano. Und da kommen jetzt nochmal Knoblauchzehen, rote Zwiebeln und Chili mit da rein. Das Ganze wird mit Olivenöl aufgefüllt. Nicht, dass die Leute sich wundern, ob ich ein bisschen doof bin oder so. Wenn ich mich konzentriere, mache ich immer so. Ja, das ist so eine Macke von mir. Ich mache den ja. Ich mache immer so. Habe ich auch schon oft bei mir in den Kommentaren gesehen, was mit Cam los? Hat er irgendwelche Gesichtsspastiken so? Ja, nee, ich konzentriere mich nur. Manche denken immer so, wenn die Beast Kitchen sehen, das läuft. Also ich bin auch, bei jeder Folge bin ich nervös. Echt, ja? Ja, ja. So, Kevin, jetzt nochmal den Knoblauch. Am besten erstmal so richtig schon mit der breiten Klinge pressen. Weißt du, wie ich mal genau? Tu die so. Dann pressen. Knoblauch hast du super gehackt. Du hast alles wunderbar gehackt. Petersilie, Minze, Thymian habe ich gezupft, Oregano, Knoblauch. Wolltest du jetzt nochmal alles ein bisschen zusammenmixen? Das machst du mal gleich zusammen, genau. Chili lassen wir heute weg. Verträgst du nicht, ja? Genau. Genau. Ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen getrockneten Thymian. Vom Bacho, das ist unser Sponsor. Gewürze-Sponsor. Gewürze, ja, ja. Und auch so an sich türkische Lebensmittel, ja. Die findet ihr wirklich in jedem gut sortierten arabischen oder türkischen Supermarkt. Olivenöl können wir reinmachen, das steht da vorne. Mach das Ganze rein. Ich werde das Ganze gleich nochmal richtig schön durchmischen, aber sieht top aus. Bahn mich doch vor, Alter. Action, ja. Bruder, du warst bei Bundeswehr. So, ich liebe Grünspargel. Wie ist das bei dir? Ja, super. Ich liebe das, ja, ich liebe das, ja. Das ist leider immer so ein saisonales Gemüse, ja, jetzt zu der Zeit. Das können wir wegpacken, ne? Oder brauchen wir das nochmal? Gleich für die Kartoffeln nur. Kannst du ruhig beiseite schieben. Soll ich mal Kartoffeln schneiden? Ja, kannst du machen. Ich würde das vielleicht noch mal so. Darf ich einmal nur? Ja, bitte. Vielleicht nur noch mal so, weißt also, du? Okay, also. Bisschen kleiner, weißt du, aber noch mal halbieren. Mach ich. Kevin, Bundeswehr. Ja. Wehrdienst. Wehrdienst, genau. Dann hat jede Menge Spaß gemacht, so wie ich rausgehört habe. Ja, es war halt so, ich habe mich dann halt. Wehrdienst war super. Also, eigentlich wollte ich ja nur 9 Monate da bleiben. Ja. Nur deine Wehrdienstzeit machen. Genau. Und dann irgendwann nach 2 Monaten, habe ich mich dann entschlossen, mich zu verpflichten. Wow, nach so kurzer Zeit. Genau, da habe ich mich ein paar Jahre verpflichtet. Ja. Du hast dich verpflichtet für wie lange? Insgesamt für 8 Jahre. 8 Jahre? Mhm. Wow. Also mit 17 kamst du zum Bund. Wehrdienst, 9 Monate, warst du 18 und dann mit 26 hast du Bundeswehr beendet. Nee. Ich bin mit 22 bin ich raus. Mit 22 bist du raus? Also dann war ich halt, nach 4 Jahren habe ich aktiv gemacht. Also 4 Jahre aktiv Berufssoldat. Da musst du auch, glaube ich, in so einem Konfliktgebiet gewesen sein, ja? Genau, das war halt der Grund. Das war halt der Grund. Ich habe halt, dann war ich, 2008 war ich in Afghanistan. Ja. Also in der Krisen, also in der wirklich heißen Zeit. Ja. Und viele doofe Sachen passiert. Was für Sachen, wenn ich so fragen darf, so vorsichtig? Ah. Braucht man eigentlich auch gar nicht fragen. Dumme Frage, wa? Alles, was doof passieren kann, ist passiert. Und das habe ich halt nicht so gut verkraftet. Psychisch. Psychisch auch, ja. Mhm. Körperlich und psychisch. Und bin dann halt nach meinem Einsatz beurlaubt worden. Und bin dann halt trotzdem ehrenhaft, vorzeitig aus meinem Berufsdienst, Verpflichtungsjahre entlassen. Also genau, also 4 Jahre war ich bei der Bundeswehr. Mhm. Und dann habe ich ja noch, man hat ja dann diese Berufsförderungszeit. Man bekommt ja sein Gehalt noch weitergezahlt. Ja, das kenne ich. Da war ich ein bisschen krankgeschrieben. Und in der Zeit bin ich zurück nach Berlin gekommen. Mhm. Hatte halt ein bisschen Probleme psychisch. Ich hatte ja keinen Kontakt mehr nach zu Hause. Mhm. Also ich war ja nur noch unterwegs und auch die restliche Bundeswehrzeit
war ich ja immer in Deutschland irgendwo unterwegs, wurde dahin versetzt, dann wurde ich dahin versetzt und... Okay, dann hast du gemerkt, aus Spaß, was dir vorher richtig schön Spaß gemacht hat, Bundeswehr, wurde auch schnell ernst. Ja, naja, es war mein Job halt. Es war ja keine Spielerei. Ich war ja nicht da, ich war ja nicht da, um irgendwelche Spielchen zu spielen, sondern... Um Gottes Willen. Aber ich sag mal so, am Anfang hat man gesagt, das hat dir wirklich Spaß gemacht, du hast dich geöffnet, hast gesagt, ey, anstatt 9 Monate tue ich mich direkt verpflichten für 8 Jahre, warst im Ausland und dann hast du gemerkt, boah, krasse Welt. Kann man das so sagen? Nee, eigentlich nicht. Nein. Okay. Auch Ausland, auch Afghanistan war eine krasse Erfahrung. Das meine ich ja. Das war eine der krassesten Erfahrungen für mich. Das war die krasseste Erfahrung für mich überhaupt. Was hast du da genau gemacht? Ich war Personenschützer. Personenschützer? Ja. Für Politiker? Für hochrangige Offiziere, ja. Ah, krass. Ich war Personenschützer für die CIMIC-Offiziere. Ja. Yeah. Was ist CIMIC? Das musst du mir einmal bitte erklären. CIMIC ist die zivile militärische Kooperation. Also ich habe die Leute beschützt, die mit den teilweise bösen Jungs kommuniziert haben. Kooperiert. Ja, kooperiert nicht. Okay, logisch. Wie gesagt, es hat alles so auch seine Schattenseiten, ne? Absolut. Aber ich würde niemals auch nur einen, okay, ein paar Tage würde ich schon gerne missen, aber die Zeit an sich hat mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin und hat mich die Erfahrungen gelehrt, die ich heute weitertragen kann an meine Kinder, an meine Freunde, an meine, auch an meine Community. Es hat ja auch was Gutes gehabt, ja, natürlich. Du warst mit 17 am Abdriften, ja, und Bundeswehr hat dir so diesen gewissen Halt wieder gegeben fürs Leben, ja. Ganz genau. Die Bundeswehr. Vorher, sag ich mal, wo Gerichte dran gescheitert sind, Sozialarbeiter, nämlich mal Jugend, Gerichtshilfe, gab es ja auch zu den Zeitpunkt. Psychologen, Familie, Daddy war immer so Vorbildsfunktion, hat ja alles nichts gebracht, aber Bundeswehr hat dir die Werte gegeben, die auch wichtig sind fürs Leben. Ja, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl halt. Ne? Du hast es gerade vorhin wunderbar gesagt, Disziplin. Und gerade im Einsatz, gerade in Afghanistan, zu den Erfahrungen. Die schönste Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist einfach die Freundschaft, die dort entsteht. Wenn du da wirklich, wir waren jetzt keine Einheit, die den ganzen Tag im Camp gesessen hat, sondern wir waren jeden Tag draußen, jeden Tag in der Kacke. Und diese Sachen, die du da durchmachst, die Beschüsse, die Sprengen, die Sachen, die du da durchmachst, halt wirklich die Beschüsse, die Explosionen, das Geschrei, das Durcheinander. Die Sachen, die einfach dort passieren, die schweißen ein Team so zusammen. Das sind Freundschaften, die kannst du mit nichts auf der ganzen Welt vergleichen. Also hast du bis heute noch Kontakt zu dieser Ex-Kameraden? Zu denen, die noch leben, ja. Teilweise. Aber dieses Gefühl halt, das ist unbeschreiblich. Deswegen ist auch nach der Bundeswehr dieses Gefühl wieder zu finden, ist halt ganz, ganz schwierig. Und deswegen bin ich auch nach der Bundeswehr wieder auf eine ganz, ganz doofe Schiene geraten. Hab halt nach der Bundeswehr für einen privaten Sicherheitsdienst gearbeitet. Ich war halt teilweise an der Tür. Ich war immer so 6 Wochen in Deutschland, 6 Wochen im Ausland, 12 Wochen in Deutschland, 12 Wochen im Ausland. Und hab halt da im Ausland auch Sicherheitsdienst gemacht? Ja, auch für einen privaten Sicherheitsdienst. War ich in Afghanistan, im Irak, in Pakistan, im Kongo. Also diese Sicherheitsdienste sind ganz krass. Ich habe mal ein Buch gelesen, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Das war auch ein Söldner oder ein Kung-Fu, ein Taekwondo-Typ. Der wurde später zum Söldner. Das war auch eine ganz krasse Story. Auch, der ist auch durchs Militär dann in so einen Sicherheitsdienst reingeraten. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Buch heißt. War ein mega interessantes Buch und das erinnert mich gerade daran. Ja, und dann nach so 2,5 Jahren hat es mich komplett gefickt. Da war ich komplett am Arsch. Also du warst komplett, nach 2,5 Jahren warst du komplett Matsche. Komplett Matsche. Von der Birne her. Und das hat sich halt in Berlin, auch an der Tür, war das halt super. Weil ich halt ein super Aggressionspotenzial hatte und so eine kurze Zündschnur und sofort auf alles draufgegangen bin. Und hab dann halt auch dadurch auch wieder so mit der Justiz in Spiel. Sehr viel. Ja. Sehr, sehr viel. Und dann irgendwann, das hab ich dann 5 Jahre gemacht. Ja. Bis 2015, also bis vor 5 Jahren. Ja. Ah. Und vor 5 Jahren bin ich morgens aufgewacht. Das ist kein Scherz, ich bin morgens aufgewacht,
weil ich habe mich da auch wieder in Kreisen bewegt, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Sehr düster war. Sehr düster waren und bin wirklich morgens aufgewacht und habe gesagt, boah, ich kann nicht mehr. Meine psychischen Probleme, die ganze Gewalt, die ganzen Anzeigen, alles auf einmal, das ganze andere. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen mit allem aufgehört. Ich hatte einen Hund, damals Püppi. Mein Hund Püppi, die habe ich immer noch. Püppi und Coco, meine beiden Lieblinge. Verfolge ich jetzt mal in deine Storys, wie du morgens immer schön mit denen spazieren tust, genau. In der Natur. Die tollsten Wesen der Welt. Ja. Und Püppi ist ausgebildeter Schutz- und Hund. Mein Hund Püppi ist ausgebildeter Wach- und Schutzhund. Und mit der habe ich dann halt angefangen zu arbeiten, in der Sicherheit auch wieder. Hab auch wirklich viel Geld verdient, also wahnsinnig viel Geld damals mit dieser ganzen Scheiße. Aber es war mir alles... Hat nicht geschmeckt. Meine Gesundheit war mir wichtiger als alles andere. Ich habe meinen Hund geschnappt, habe bei einem Kumpel angerufen, ey, kann ich bei dir arbeiten? Ja, komm vorbei. Habe mit meinem Hund Püppi in der Sicherheit gearbeitet, jeden Tag, sechsmal die Woche. Eine Stunde zur Arbeit hingefahren, eine Stunde zurückgefahren und jeden Tag, also sechsmal die Woche, nicht jeden Tag, also sechsmal die Woche, 12 Stunden gearbeitet. Eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Also 14 Stunden unterwegs, 14,5 Stunden. Dann kannst du noch 2 Stunden Sport mit draufrechnen. Jeden Tag 2 Stunden Sport. 16 Stunden. Na, 17 Stunden grob mit Fahrtwegen. Ja, ja. Und dann hatte ich noch 4-5 Stunden zum Schlafen. Ich musste auch noch kochen, mich um meine Hunde kümmern, mal einkaufen gehen, Wäsche waschen und so. Respekt. Und das hab ich dann 2 Jahre durchgezogen, also knapp 2,5 Jahre, also 1,5, 2 Jahre durchgezogen. Und ja, dann kam halt irgendwie YouTube. YouTube. Da habe ich wirklich jeden. Und ich habe halt so viel gearbeitet, weil du kennst ja, Bodybuilding ist ein teurer Sport. Absolut. Aber ich habe diesen Sport geliebt. Und mein Ziel war es immer, mit diesem Sport irgendwann Geld zu verdienen. Ja. Das war mein großer Traum. Also mein großer Traum war es, mit dem Bodybuilding irgendwann mal Geld zu verdienen. Und deswegen habe ich jeden Tag gebuckelt, wirklich 6 Tage die Woche, 12 Stunden, damit ich wenigstens ein bisschen Geld habe. Du weißt ja, Stoff ist teuer, Essen ist teuer, brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, ja. Dann kommen die Wachstumshormone, Stoff, Essen, Supplemente. Ich hatte noch keinen Sponsor damals. Also der Sport hat mich natürlich wahnsinnig viel Geld gekostet, aber ich wollte diesen Sport unbedingt machen. Und deswegen habe ich halt auch dieses Opfer auf mich genommen und jeden Tag so viel gearbeitet. Manche Nächte sind wir bis zu 25 Kilometer gelaufen. Um deinen Sport zu finanzieren. Also du hast so viel hart gearbeitet, außerhalb von Berlin, also raus oder aus dem Milieu, von deinen Türsteherkreisen und so weiter. Ich sag mal, auf meiner Sprache auf einem halalen Weg. Ja, genau. Hierher. Und um deinen Sport zu finanzieren. Du wolltest nur noch arbeiten, dein Geld, dein Brot verdienen für deinen Sport. Weil mein großer Traum war es halt immer, irgendwann kommt vielleicht der Durchbruch, dass ich einen Wettkampf gewinne und irgendwann mal richtig erfolgreich werde mit dem Sport. Und dann ist es ja irgendwann passiert. Ja. Dann kam halt diese Hardgainer-Crew. Super Zeit gewesen, super tolle Zeit gewesen. Trauere ich heute immer noch nach, habe ich dir gerade schon sowas gesagt. Ja. Ich sagte, zu den Zeiten war ich ja wirklich im Knast und ich war wirklich im Knast und ich habe im Knast, ich hatte nur einen Jet gehabt mit SMS-Funktion, also ein Jet war ein Handy. Und selbst sogar im Knast habe ich von der Hardgainer-Crew gehört. Und ich habe dir gerade gesagt, ich trauere das bis heute noch nach. Ja. Schade. Auf jeden Fall schade, aber es ist nun mal so. Und ja, das war mein Anfang dann von YouTube. Sehr gut. Und jetzt bin ich da, wo ich heute bin und bin unglaublich stolz, dankbar und bewegt, welchen Weg ich gegangen bin. Und ja, ich habe auch ein Buch geschrieben und ist auch super, also Bestseller-Autor übrigens. Ja, ich weiß, das war vor 3 Monaten, glaube ich. 3, 4 Monate? Ja. Ja. Und da ist auch das alles drin und ich bin auch mega stolz auf das Buch und auf diese Geschichte und auf die Leute, die ich damit bewege und motiviere, nicht aufzugeben, weiterzumachen und den Glauben nicht zu verlieren, dass man wirklich alles schaffen kann, wenn man wirklich hart dafür arbeitet. Auf jeden Fall. Einmal nur kurz unterbrechen. Ich muss noch einmal kurz zum nächsten Kochprozess kommen. Wir werden die Kartoffeln jetzt langsam anbraten, können den Spargel schon mal auf den Teller servieren. Bundeswehr, krankheitsbedingt aufgehört. Dann war ja noch eine gewisse Zeit mit Türsteher. Wie hat das da dein Vater empfunden? Also ich denke mal, er hat sich viel dafür eingesetzt, dass du mit 17 nicht im Knast landest. Er hat geguckt, dass du auf einen geraden Weg kommst. Du hattest deinen geraden Weg, bist rausgekommen und wieder leicht im Milieu abgedriftet. Wie war's? Leicht ist gut gesagt. Okay. Voll mitten reingesetzt. Voll mitten reingesetzt. Wie war's da für deinen Vater? Eigentlich muss man die Frage an deinen Papa stellen, aber vielleicht kannst du die auch beantworten. Das Krasse ist, ich habe mit meinem Vater wirklich offen über alles geredet. Ne?
Ich konnte mit meinem Vater immer über alles offen reden. Mit Goldwert. Und ob er es gut gefunden hat oder nicht, habe ich ihn nie gefragt. Ne? Ja. Aber willst du nicht Olivenöl nehmen? Nee, ich muss Olivenöl, wenn das zu heiß wird, wird das zu bitter. Ach so. Deswegen habe ich jetzt normales Rapsöl genommen. Ich weiß, das ist nicht gut für die Gains, für die Figur. Transfette. Er hat es immer akzeptiert und hat trotzdem immer hinter mir gestanden, egal was war, auch wieder in der doofen Zeit. Ja, die hat auf dich aber eingesprochen. Ich denk mal, gar nicht. Nee, gar nicht, er hat sich einfach machen lassen? Ja, mein Vater hat zugehört, hat es wahrgenommen, hat natürlich auch mal gesagt, meinst du, das ist der richtige Weg, Sohn? Mhm. Okay, wenn du meinst, das ist dein Weg, dann stehe ich hinter dir. Und dafür bin ich meinem Papa so unendlich dankbar. Mhm. Und das ist jetzt so die letzten 2 Jahre, merkt mein Vater auch so, was ich für eine Wirkung auf die Leute habe, dass wenn er irgendwie gefragt wird, du heißt Wolter? Du bist der Sohn von Kevin Wolter? Mhm. Ja. Kevin Wolter, der YouTuber? Ja. Und dann Arbeitskollegen mich kennen und Arbeitskollegen von ihm meine Videos gucken und das schönste Gefühl, jetzt ist so ein paar Mal vorgekommen, dass mein Vater mir sagt, wie unglaublich stolz er auf mich ist, was aus mir geworden ist. Und ich versuche auch meinem Vater alles zurückzugeben, was ich nur kann, dass es meinem Vater gut geht und mein Vater endlich die Ruhe finden kann, die er verdient hat. Schön machst du das. Also ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt das Fleisch, oder komm, ich schieb das Fleisch rein. Ich habe hier geile Porthouse Steaks von Josefs Bio. Das ist auch einer unserer Sponsoren. Und ich rede nicht viel, lass dich gleich überraschen. Okay, du warst auch vor kurzem bei Klaus Grill. Ja. Grüße gehen raus, Klaus. Und vielleicht können wir mithalten mit Klaus. Ich weiß, Klaus ist der Pro in Sachen Barbecue und Grill, aber vielleicht können wir mithalten heute. Ja? Ich lass mich überraschen. Ja, Mann. So, magst du die, genau, tu mal ruhig drauf, genau. Ist das beide drauf? Ja, ja, mach mal beide drauf. Oh. Jetzt gucken wir gleich, wie das duftet, ehrlich. Gucken wir jetzt gleich, wie das duftet. So, ich hab auch hier diesen geilen Otto Wilde Grillers und, ja, Mann, dann zieht das. Da müssen wir jetzt einfach nur im Auge behalten. Ich würde vorschlagen, ich halte das Fleisch im Auge, du die Kartoffeln, Kevin. Für das Chimichurri haben wir vergessen, die Limette reinzumachen. Ich liebe es wirklich, wenn Männer in der Küche stehen. Wie ist es mit dir? Absolut. Kochen ist eine super Sache. Ich hasse es nur abzuwaschen. Aber das gehört leider dazu. Kochen an sich ist cool. Kochen ist das neue Feiern. Mache ich viel zu selten. Wie gesagt, bei mir geht es immer schnell. Ich knall mir dann immer ein Steak auf den Grill. Ganz kurz, da kommen wir schon auch wirklich klassisch zu den 2 Fragen vom Beast Kitchen. Du hast die Wahl, zu Hause kochen, ohne abräumen oder draußen essen. Ach, schwierig, beides hat seine Vor- und Nachteile. Mhm. Es ist situationsabhängig, es ist stimmungsabhängig. Manchmal habe ich Bock zu Hause zu essen und mir was Leckeres zu machen. Ja. Aber manchmal habe ich auch einfach keinen Bock und gehe gerne raus und lass mich bekochen. Ne? Sehr geil. Also kochst du auch mal für deine Frau? Nee. Okay, vielleicht in Zukunft. Grüße gehen raus. Andere Frage, was ist dein Lieblingsessen? Habe ich gar nicht. Die Frage habe ich oft schon gestellt bekommen. Tatsächlich? Es gibt nichts, ich esse so viel das gerne. Ja? Ja. Was wäre zum Beispiel? Ich höre. Ich esse für gutes Fleisch, geht immer. Mhm. Aber auch wirklich wichtig, ein gutes Fleisch. Und man muss sich gleich wirklich von Josef überzeugen lassen. Wirklich, der Typ ist Killer. Und wir haben auch einen geilen Vlog dazu gedreht, von der Weide auf dem Teller. Solltest du dir unbedingt anschauen und ihr auch, Leute. Wenn ihr wirklich gutes Fleisch haben wollt, schaut euch bitte diesen Vlog an. Und du auch. Ja, ich mach das ganz anders. Ich bin ja wirklich ein absoluter Gegner von diesen ganzen Massentierhaltungen. Also wir wirklich, auch. Ich hasse Absolut. Es wie die Pest. Und ich kann mir auch nicht so ein Stück Fleisch in den Mund schieben, was in so einer Stallhaltung gezüchtet wurde. Das geht einfach nicht. Leider Gottes gibt es ja sehr viel Fleisch. Also ich höre auch gerne mal einen Raststätten an mit dem großen gelben M. Ja, wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders so. Ja. Aber ich mache es lieber selbst und gehe in den Wald und besorge mir mein Fleisch halt selber. Ne? Genau, das ist ein Thema, wozu wir gleich noch mal kommen. Ja? So, Kevin, dann können wir schon mal da die zweite Pfanne anmachen. Das Fleisch müsste gleich fertig sein. Wir machen nur jeweils 4 Spiegeleier. Du tust seit neuestem Jagen. Ja. Erstens, herzlichen Glückwunsch zu deinem Jagdschein. Vielen, vielen Dank. Hast du lange für geübt, so wie ich das beobachtet habe. Ja, du hast dich wirklich gequält. Ja, herzlichen Glückwunsch. Eine Quälerei. Ich habe in meinem ganzen Leben, ja,
In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht so viel gelernt wie für diesen Jagdschein. Weil du das wolltest. Weil ich das wollte. Genau. Und wenn man was unbedingt will, dann muss man auch alles dafür tun und alles dafür geben. So sieht's aus. Bei mir, wo ich damals meine Trainerlizenz gemacht habe, ich habe meine erste 2 in der Trainerlizenz geschrieben. Ich habe vorher noch nie eine 2 geschrieben, das war einfach nur, weil ich das wollte. Ja? Ja. Und so war es sogar bei dir mit dem Jagdschein auch. Wie lange geht so eine Jagdprüfung? Es kommt darauf an, du kannst einen Crashkurs machen, aber du musst dich halt wirklich gut darauf vorbereiten. Also ich habe jetzt knapp 3,5, 3, 4 Monate gebraucht. Mhm. Und aber wirklich, ich habe jeden Tag von morgens bis abends gelernt. Oder ich war von jedem, oder? Also ich habe wirklich jeden Tag von morgens bis abends gelernt. Oder ich war jeden Tag in der Jagdschule. Also irgendwas, es war wirklich 3, 4 Monate hat sich mein Leben nur noch um Jagd gedreht. Familie, alles musste warten, weil wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Mhm. Und dann konzentriere ich mich auch voll und ganz da drauf. Und bei mir gibt es halt nichts Halbes oder so. Bei mir muss es halt entweder ganz oder gar nicht. Ne? Was hat dich dazu bewegt, Jäger zu werden? Also als allererstes, seit es den Menschen gibt, wird gejagt. Das steckt in der Evolution des Menschen. Ja, absolut es ist richtig. Einfach so. Absolut richtig. Auch wenn jetzt wieder sich da Leute das Maul zerreißen werden, nur weil jetzt irgendwelche Leute die vegane Ernährung für sich erfunden haben und die Evolution der Menschheit ändern möchten, kann ich da leider nicht mitspielen. Und jeder, der urteilt über Jäger, aber in den Supermarkt geht und sich auch nur eine Scheibe Wurst kauft, die nicht Biohaltung ist, sollte sich schämen, weil diese Massentierhaltung zu unterstützen und das zu unterstützen, was die mit den Tieren machen, das ist eine Riesenschweinerei. Mhm. Und dann gehe ich lieber raus in den Wald, besorge mir mein Fleisch selber und dann bekommst du auch eine ganz andere Verbindung zum Fleisch, weil du musst dir dein Fleisch verdienen. Mhm. Ja? Das geht nicht so einfach, das kommt nicht da auf deinen Teller, sondern du gehst raus in den Wald. Ja, wenn du 10-mal ansitzt, hast du vielleicht einmal einen Jagderfolg. Ja. Ja, dass ein Tier kommt. Einsatz bedeutet nur für die Community, dass du so wirklich in Stellung halt, gehst. Genau, dass ich halt oben bin. Ja. Und von, sag ich mal, von 10-mal passiert es vielleicht einmal, dass da wirklich ein abschießbares Tier kommt. Ja. Du darfst ja auch nicht auf alles schießen. Es gibt ja Regeln und Gesetze. Und das finde ich auch gut so. Der Abschuss ist ja auch klar geregelt. Mhm. Zum Beispiel, es ist gesetzlich vorgegeben zu jagen, was auch viele nicht wissen. Es muss gejagt werden vom Gesetz her. Das ist nicht einfach ein Spaß, dass Leute rausgehen und Tiere abknallen, was viele immer denken. Es ist gesetzlich geregelt. Wenn du ein Stück Land hast, dann bist du dafür verantwortlich, dass auf diesem Stück Land die Population deines Wildes nicht der gesetzlichen Maßstäbe überschreitet. Weil du bekommst, es gibt genaue festgelegte Abschusspläne. Das heißt, der Staat sagt dir, wie viel Wild du auf diesem Land erlegen musst. Und wenn du nicht genug Wild auf deinem Land erlegst, bekommst du sogar Strafen dafür. Aha. Ja? Viele versuchen ja, die Jagd wirklich anders darzustellen, als sie ist. Aber es ist notwendig, weil sonst haben wir einfach zu viel Schaden. Die ganzen Veganer da draußen machen sich auch keine Gedanken darüber, dass das Wild in die Felder geht und den Bestand des Mais, des Korns kaputt macht. Auch Wildschweine sind ja auch, oder Rehe auch. Rehe, Wildschweine, Gebieten, wenn Damm. Autobahn überqueren oder Landstraße, ist auch der Jäger dafür zuständig, oder? Dass da nicht so viele Wildschweine sind auf einem bestimmten Gebiet, um den Verkehr nicht zu beeinträchtigen. Auch den Verkehr nicht zu beeinflussen. Ja. Auch den Wildschaden zu regulieren. Mhm. Weil Wild macht Schaden. Nicht nur in der Felderwirtschaft, sondern auch in der Forstwirtschaft. Ah. Die Forstwirtschaft leidet extrem unter Wild, weil genau, das hatte ich auch mal gelesen, in irgendeinem Beitrag habe ich das gesehen oder gelesen, wenn die Bäume neu hochkommen. Genau, die beißen die Triebe ab. Genau. Und somit wachsen die Bäume nicht mehr gerade, sondern wachsen verkrüppelt. Zu Büsche. Und das ist halt scheiße. Man bekommt halt einfach eine ganz andere Verbindung auch zum Fleisch, weil man muss sich sein Fleisch verdienen. Man geht raus in den Wald, man sitzt da tagelang an, bis man wirklich was abschießen kann, was man darf. Und dann gehst du dahin, dann nimmst du das Tier selber aus. Du weidest es aus vor Ort und Stelle, damit es nicht verdirbt. Du nimmst die Gedärme aus, dann hängst du es in die Kühlzelle, dann wartest du, bis es runtergekühlt ist. Dann schlägst du das Tier aus der Decke, dann zerwürgst du... Was heißt, du schlägst das Tier aus der Decke? Also das sind Begriffe, die ich jetzt nicht kenne. Also du ziehst dem Wild halt das Fell ab. Ah, okay. Und zerwürgst das Wild. Ich zieh dir das Fell über die Ohren, ne? Genau.
und zerwürgst halt das Tier selber. Also du bringst es halt in seine Bestandteile, Keule, Rücken und so weiter. Ne? Aber cool. Du machst halt alles selber. Und dann hast du halt auch eine ganz andere Verbindung und bist wirklich stolz darauf, so ein Stück Fleisch dann auf dem Grill zu haben, weil du halt wirklich hart gearbeitet dafür hast. Verwertest du das ganze Tier, was du... Selbstverständlich. Es wird kein Tier geschossen, was nicht auch gegessen wird. Ah, okay. Und das ist überall so. Mhm. Und was du nicht essen kannst, und was du halt nicht essen kannst, das wird halt dann beim Fleisch abgegeben. Oder an Freunde verteilt oder verkauft. Das ist sehr gut. Du isst gerne grünen Spargel, sagst du, ja? Ja. Was, hast du mal mit Granatapfelsirup probiert? Ja. Ja? Ja. Geil. Mhm. Sehr geil. Wo hast du das probiert? Ist eine coole Sache. Ich benutze den oft. Also kann man ja wirklich vielfältig einsetzen. Mhm, ne? Genau. Oh Gott, habe ich Hunger. Das riecht so lecker. Ja, und ich finde das richtig. Mir läuft richtiges Wasser im Mund zusammen. Willst du es blutig oder nicht blutig? Nicht blutig. Nicht blutig? Nee, nee. Dann nehme ich den. Das ist nicht blutig. Wir kamen jetzt zum Schluss ein bisschen, oder ich kam jetzt zum Schluss ein bisschen ins Schwitzen. Tut mir leid, der Kevin hat auch schon tierischen Hunger. Bei mir genauso. Mein Blutzuckerspiegel ist auch ehrlich gesagt im Keller. Und ich rede nicht drum rum. Ich hoffe, es sieht gut aus und ich hoffe, es wird dir schmecken. Deswegen heißt das jetzt hier bei Bee's Kitchen immer, bist du mir laut rein damit. Dankeschön. So. Guten Appetit. Guten Appetit, genau. Guck mal, die Farbe. War super. Oh, Chimichurri. Ich liebe, ist auch echt gut. Ich liebe das, ehrlich. Oh. Da bin ich ja durch die liebe Kulut da drauf gekommen. Ja? Mhm. Eine Foodbloggerin. Bin ich aufmerksam geworden. Durch ihr habe ich dieses geile Rezept. Und es schmeckt super geil. Mhm. So, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Kevin, da kennt jetzt keinen Halt mehr. Der hat wirklich tierischen Hunger. Den ganzen Tag unterwegs. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, ja, Abo dalassen, Glocke aktivieren und natürlich auch einen Kommentar. Und wie gesagt, beim Kevin ist auch noch ein Video auf dem Channel drauf. Schaut auch da bitte vorbei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und schönen Abend noch. Ciao.